Hallo Leute, mein Name ist Markus Klettke und für euch habe ich heute von Harley Benton oder von Joyo den Classic Chorus. Der Classic Chorus. Aus den Namen werden wir wahrscheinlich sehr schnell merken, dass es sich auch um einen Chorus handelt. Was ist ein Chorus? Ganz einfach, es wird das Gesamtsignal einfach moduliert und dadurch kommt dieser schöne, schimmerige 12-Seiter-Sound raus. Ja, heute also ein Chorus von Joyo und zwar diesmal nicht aus der Iron Man-Serie, sondern aus der 20er-Serie. Und wie ihr vielleicht schon sehen könnt, ist dieser Chorus jetzt auch nicht von Joyo direkt, sondern ist ein Rebrand von dem Musikhaus Thoma, nämlich von Harley Benton. Ist im Prinzip genau der gleiche Chorus. Warum ist der Chorus blau? Könnte man vielleicht schon mal Mutmaßungen anstellen, dass es sich hier so in die Chorus-Territorien von dem Boss CE2 oder so, weil die waren auch so schön babyblau. Aber egal. Auf jeden Fall, was haben wir an dem Teil dran? Also wir haben grundsätzlich erstmal wieder zwei Regler und diesmal mit den schönen Chicken Head Knöpfen. Und da haben wir Rate und Width. Rate ist ganz einfach, wie schnell der Chorus moduliert und Width ist einfach, wie stark er moduliert. Und oder beziehungsweise wie dezent er arbeitet oder eben wie extrem. Ansonsten haben wir wieder eine schöne Optik. Wir haben starke Männer drauf. Hoffen wir, dass der Chorus genauso stark klingt wie die Männer auf dem Bild. Und haben ein In, ein Out und natürlich auch wieder einen Anschluss für 9 Volt. Ansonsten haben wir noch ein True Bypass Out. Und ja, mehr ist an dem Teil nicht dran. Ich würde sagen, wir hören uns das Teil jetzt erstmal an und dafür gehen wir an meinen Marshall TSL 60 JCM 2000 in eine 212er Box und dies abgenommen mit einem Sennheiser E609. Viel Spaß! Thank you.
Das war also der Chorus. Wie wir schon gehört haben, ein total klassisch klingender Chorus. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Ich meine, wir hatten noch den Future Chorus von Joyo. Das ist ja der aus der Iron Man Serie. Der ist natürlich meines Erachtens noch ein kleines bisschen flexibler. Da könnt ihr euch gerne mal das Video anschauen. Findet ihr auf meinem Kanal. Aber ganz ehrlich, für momentan wird er bei Thomann für 29,90 € verkauft. Wenn du einfach nur ein Chorus-Pedal brauchst und nicht so ein kompletter Chorus-Fetischist bist, ist das the way to go. Wirklich, also du hast einen klassischen Chorus-Sound, wenn man nicht wirklich mehr braucht. Denke ich, dass dieses Pedal absolut jeglichen Job dafür, für die 80er-Balladen oder für einfach ein schönes Chorus-Solo, so wer so in die Zakk Wylde-Richtung mal kurz gehen möchte, ist das absolut ausreichend. Mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Ich habe das Teil auch längere Zeit auf meinem Board gehabt und ja, mehr lässt sich dazu nicht sagen. Checkt das Ding mal aus, gibt's bei Thomann. Den Link findet ihr natürlich wieder unten in der Demo. Und ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, würden Jochen und ich uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unten auf Abonnieren klickt und unsere Pedal Show ein bisschen weiter verfolgt. Und ansonsten hat es uns wie immer Spaß gemacht. Keep rocking!